Hey Leute, heute möchte ich euch meinen kleinen selbstprogrammierten Virus CMD vorstellen. Es ist eigentlich kein direkter Virus, sondern eher eine Trollaktion, die was eure CPU-Auslastung in die Höhe treibt, sodass ihr nichts mehr machen könnt. Wie funktioniert es oder wie könnt ihr überhaupt testen, ob es funktioniert? Ganz einfach, ihr guckt hier in den Task Manager, geht dann auf Leistung und schaut beim CPU, wie viel Leistung er hat. Ich führe das jetzt mal aus. Dann öffnen sich hier ganz viele Felder. Ihr solltet, wenn ihr jetzt mit einem Freund spielt, macht ihr einfach irgendwie wieder was auf und er sieht es nicht. Er wird es auch nicht in-game mitkriegen. Folgendes: Nach kurzer Zeit ist einfach die CPU-Last auf 100% und er kann einfach nichts mehr machen. Außerdem dreht das WLAN, wenn ihr welches habt, beziehungsweise das LAN absolut am Rad. Also er kann absolut nichts machen und wird es auch nicht so schnell herausfinden. Besonders wenn ihr hier das noch alles minimiert. Das dauert kurz, weil ich ziemlich viele aufgemacht habe, weil ich ein ziemlich krassen CPU habe. Je weniger Leistung der CPU hat, desto weniger solcher Felder müsst ihr machen. So, wie beendet ihr das einfach? Ihr geht auf alle Fenster schließen, ist ganz einfach zu beenden, soll auch so sein. Dann sinkt gleich wieder die CPU-Last, wie ihr seht. Das wird jetzt langsam weniger. So, was steckt denn in diesem kleinen Dokument? Ganz einfach, es ist wieder eine Bat-Datei und in der einen steht einfach das hier drin. Das ist einfach die Datei, die ihr zum Starten benutzt. Die braucht ihr nicht unbedingt, macht es aber einfacher. Ihr könnt das hier auch noch abkürzen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Es sollte einfach nur funktionieren. Hier drüben einen Namen dafür, wie die Datei heißt, braucht ihr auch nicht. Es soll ja nur ausgeführt werden, wenn es geklickt wird. Folgendes: Ihr braucht diesen Dateienordner. In diesem Dateienordner stehen dann die Dokumente drin. Die heißen bei mir Virus 1234. Wie ihr die nennt, ist vollkommen egal. Die müssen dann am Ende die Namen nur hier hinten übereinstimmen. Das ist eigentlich das, was wichtig ist. So, was steckt denn in den Dateien drin? In den Dateien steckt nichts anderes als der Matrix-Code, den was ich euch vorgestellt habe. Das Video dazu ist in der Beschreibung. Bloß, dass das random millionenmal eingefügt wurde. Das habe ich bei allen gemacht. Das ist einfach jedes Mal millionenmal random. Damit muss der Rechner eine ganze Menge rechnen. Und die CPU-Leistung geht extrem nach oben und das WLAN spinnt dadurch, weil es so viel berechnen muss. Wie kommt ihr an das Dokument, also an die Verlinkung ran? Ihr geht einfach auf Details, beziehungsweise am besten ist das bei Sicherheit, kopiert euch das hier raus, drückt CV, geht zurück zum Virus, geht hier hin. Edit with Notepad und fügt einfach das hier dann ein. Ihr müsst vorher jedoch noch hier Start, diese zwei, das ist eigentlich der Name, wo man draufklickt und macht noch hier einen Sinn und hier einen Anführungsstrich. Damit wird es ausgeführt, wenn ihr das startet. Das mache ich jetzt wieder weg und hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video helfen. Um eure Freunde zu trollen, ich werde hier diesen Befehl, wenn es möglich ist, auch noch in die Beschreibung tun, dann braucht ihr nicht so viel zu schreiben, nur um euch das mal zu zeigen. Wenn ihr den Befehl aus der Beschreibung nehmt, bitte vergesst nicht, das hier umzuschreiben. Wenn ihr das jetzt genauso macht, wird das bei euch nicht funktionieren, sehr wahrscheinlich, weil wahrscheinlich bei euch der User anders heißt, beziehungsweise ihr es nicht auf dem Desktop oder nicht auf der Festplatte oder SSD-C gespeichert habt. Deswegen bitte auf jeden Fall in diese Datei rein und auf Sicherheit gehen bei Eigenschaften, damit das auch auf jeden Fall bei euch funktioniert. Dann hoffe ich euch, dass das kleine Video hier euch helfen konnte und würde mich über ein Like oder ein Abo unter dem Video auf jeden Fall freuen und hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder zu. Haut rein!